Ich habe am Beginn der Sitzung mich nicht bedankt für die Anwesenheit der Journalisten und begrüße auch die Damen und Herren auf der Galerie bzw. unsere Zuseher zu Hause vor den Bildschirmen. Hinsichtlich der eingelangten Verhandlungsgegenstände und deren Zuweisung darf ich auf die im Sitzungssaal verteilten Mitteilung gemäß § 23 Absatz 4 der Geschäftsordnung verweisen. Es ist vorgeschlagen, die Debatte über die Punkte 1 und 2, 3 und 4, 5 bis 9, 10 und 11, 14 bis 19, 20 und 21. Es kommt nun die Redezeitverteilung und auch die Zusammenfassung von Tagesordnungspunkten, die üblicherweise einstimmig beschlossen wird. Es gibt keinen Einwand. Weiter geht es dann mit Themen aus dem Bundesheer. Auch das ein einstimmiger Vorschlag des Ausschusses, dass die Einsatzbesoldung für Milizangehörige harmonisiert werden soll. Die Verteidigungsministerin Claudia Tanner betritt gerade die Regierungsbank. Pro Debatte 5 Minuten. Wir kommen gleich zur Abstimmung über diese Redezeiten. Wer damit einverstanden ist, den bitte ich um ein dementsprechendes Zeichen. Es hat sich nämlich gezeigt, dass bei den Corona-bedingten Assistenzeinsätzen des Bundesheeres, wo auch die Miliz zum Teil wieder eingesetzt wurde, es zu unterschiedlichen Besoldungen gekommen ist, dass Menschen, je nachdem, ob sie aus dem Aktivstand kommen oder eben aus dem Milizstand, für dieselbe Tätigkeit unterschiedlich entlohnt wurden, und das soll nun harmonisiert werden. Gestellte Verlangen vor, eine kurze Debatte über diesen Fristsetzungsantrag durchzuführen. Diese kurze Debatte wird nach Erledigung der Tagesordnung jedoch spätestens um 15 Uhr stattfinden. Die Abstimmung erfolgt dann am Ende der Debatte. Vor Eingang in die Tagesordnung teile ich weiters mit, dass der Abgeordnete Keck beantragt hat, im Gesundheitsausschuss zur Berichterstattung den Antrag 1712a eine Frist bis zum 1. Juli zu setzen. Der gegenständliche Antrag wird gemäß der Geschäftsordnung nach Beendigung der Verhandlung dieser Sitzung zur Abstimmung gebracht. Weiters wieder Abgeordneter Keck hat beantragt, im Gesundheitsausschuss zur Berichterstattung über den Antrag 338a eine Frist bis zum 1. Juli zu setzen. Ebenfalls wie dieser Fristsetzungsantrag am Ende der Tagesordnung abgestimmt. Die Frau Abgeordnete Cornelia Ecker hat beantragt, im Ausschuss für Land- und Forstwirtschaft zur Berichterstattung über den Antrag 149a eine Frist bis zum Juli 2021 zu setzen. Der gegenständliche Antrag wird ebenfalls am Ende der Sitzung zur Abstimmung gebracht. Abgeordneter Keck beantragt im Gesundheitsausschuss zur Berichterstattung über den Antrag 156a eine Frist bis zum 1. Juli zu setzen. Auch darüber ist am Ende der Sitzung abgestimmt. Das Ende der Sitzung wird heute nicht vor 20 Uhr sein. Berichterstattung über den Antrag 1523a eine Frist bis zum 6. Juli 2021 zu setzen. Abstimmung ebenfalls am Ende der Sitzung.